Moin, moin und herzlich willkommen zum Kerbal Modding Mittwoch. Einen Tag verzögert, wenn ich es nicht mitbekommen habe, dann guckt endlich auf meinen Twitter-Account, da schreibe ich euch sowas genau nämlich hin. Ansonsten, X-Signs habt ihr vielleicht schon mitbekommen, benutze ich selber jetzt auch seit der 1.1 in meiner Hardcore-Kerbal-Serie. Denn es gibt so ein bisschen Probleme mit Science Alert. Funktioniert halt nicht in der 1.1 bisher, ist unklar, wann es geupdatet wird. Also Alternativen. Und das ist X-Signs. X-Signs habt ihr auch ein kleines Mod, das zwar nichts automatisch für euch tut, aber was euch Dinge anzeigt. Und zwar, was ihr euch angucken könnt bei X-Signs, sind alle Experimente, die so zur Verfügung stehen. Und zwar immer erstmal nach dem, was ihr geunlockt habt. Also ich bin jetzt momentan in einer frischen Karriere auf Kerbin gerade und ich kenne hier jetzt alle Experimente, die man potenziell mit den technologischen Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, auf Kerbin machen könnte. Und das sind halt am Anfang nur Mystery Goose, Crew Reports und Eva Reports. Ja, und da natürlich auch überall nur While Landed, denn ich kann ja am Anfang noch nicht aussteigen aus dem Raumschiff. Also hier wird mir angezeigt, was ich schon rausgefunden habe. Wenn ich dann, was weiß ich, das Thermometer noch kriege, dann kommen hier auch die Thermometer-Dinger und das Ganze hat eine Farbkodierung, die zeige ich euch aber gleich. So, hätten wir jetzt eine Rakete, könnten wir auch hier reingucken und das gilt für das gleiche hier, also nehmen wir uns mal eine Rakete. Und dann gucken wir uns mal die Farbkodierung an. Also wir nehmen jetzt mal so ein ganz banales Ding, wir wollen ja eigentlich auch nirgendwo wirklich hinfliegen. Wir nehmen natürlich auch noch unseren Mystery Tank mit. Und gehen mal raus aufs Launchpad. Und jetzt gucken wir mal, wie Science oder X-Science funktioniert. Und zwar, was ihr jetzt machen könnt. Ihr könnt das wieder aufmachen. Und jetzt seht ihr schon, wenn wir Experiments available on this vessel. Ist eine ganze Menge. Das geht natürlich jetzt davon aus, dass wir da überall hineiern würden. Geht so. Wir können aber auch hierauf klicken und dann sagt er uns, was ist denn jetzt gerade verfügbar? Und jetzt gerade sind drei Experimente für uns verfügbar. Und zwar einmal unser Mystery Goo, während wir auf dem Kerbal Launchpad sind. Einmal ein Eva Report und einmal ein Crew Report. So, die machen wir jetzt mal. Also ich mache jetzt mal einmal ne, Crew Report, so wie man es halt kennt. Zack, gespeichert. Jetzt seht ihr schon, jetzt ändert sich das schon hier so. Oh, wir haben den quasi einstecken. Zack. Dann machen wir nochmal einen Eva-Report. Der schafft es aber auch sehr konsequent, die Schilder übereinander zu legen. Zack, wie ihr seht, wird auch grün. So, wir gehen wieder an Bord. So. Achso, jetzt haben wir natürlich While Flying over Kerbin's Shores. So, dann müssen wir nochmal raus. Hilft ja alles nichts. Können wir den nämlich gleich noch mitnehmen. Na, der Klassiker. Zack, zack. Er will ja den vom Launchpad von uns haben. Zack und rein mit dir. So, jetzt sind die beiden schon grün und wir haben jetzt noch den Mystery Goo. Also hier sehen wir quasi, dass wir diese Sachen haben. So, den haben wir jetzt drin. Würden wir den jetzt funken, oh, würde das so 3-9 geben. Wir recovern jetzt einfach mal. So. Und jetzt gucken wir uns danach nochmal die Farbkodierung an, denn die ändert sich jetzt ein bisschen für die Sachen. Also wir haben jetzt diese Experimente abgeschlossen und jetzt können wir hier nämlich sehen, dass diese Experimente grün markiert sind. Ja, also in der Liste haben wir jetzt 1, 2, 3 Experimente fertig. Das ist nicht ganz voll, weil wir können das nochmal machen. Also wir haben noch nicht alles erreicht. Da gibt es noch ein bisschen, wenn ihr das seht, 0,9 Science-Punkte gibt es nochmal. Und was wir machen können, sind Hide Complete. Dann werden halt die Sachen, die fertig sind, ausgeschaltet. Man kann die auch als komplett werten, wenn sie noch nicht recovered worden sind. Das ist, wenn ihr später mal viele Sachen mitnimmt, ganz gut für die Übersichtlichkeit. Das heißt, ihr packt dauernd Dinge in Labore und in die Kapsel. Ihr kennt ja auch meine Mission, wo ich manchmal irgendwie mit 30 Forschungsergebnissen zurückkomme. Das wird halt irgendwann sehr arg unübersichtlich. Dann kann man die als erledigt werten, obwohl man noch nicht zurückgekommen ist. Ja. Wenn ihr Debris-Vessels habt, also sprich irgendwas, was explodiert ist, kaputt gegangen ist, oder ihr habt einfach den Typ auf Debris geändert,
Und da ist noch Science drin, dann weist ihr euch darauf eben auch hin, wenn ihr diesen Button setzt. Und mit dem All-Filter könnt ihr euch im Prinzip hier hinten freischalten. So, was gibt's denn alles? Das wird aber sonst immer erst angezeigt. Also ich würde es euch nicht empfehlen, da verderbt es euch auch ein bisschen. Das wird hier aufgezeigt, sobald ihr das erste Mal seid. Also wenn wir das erste Mal zum Mann jetzt fliegen würden, würden wir auch die Experimente bekommen. So, dann gibt es hier das Ganze noch in der miniaturisierten Ansicht. Ja, für die Leute von euch, die sehr gute Augen haben. Manchmal ganz praktisch und man kann das hier natürlich auch wegschalten von den Parametern. Und jetzt gucken wir mal, inwiefern X-Science uns dann hilft, wenn wir jetzt das Gleiche nochmal machen. Also wenn wir jetzt wieder rausgehen, haben wir dann im Prinzip eine ordentliche Übersicht auf diesem Button hier mit, hey, die zwei Sachen sind schon dann. Und den könntest du aber nochmal machen. Da gäbe es noch Science. Und jetzt prüfen wir mal, ob er damit recht hat. Jawohl, also wir würden nochmal 0,7 Science dafür bekommen. Das heißt, wir können das jetzt wieder mitnehmen und beim dritten Mal gibt es 0,2 und dann ist das irgendwann auch abgeschlossen. Und wenn ihr hier jetzt ein Raumschiff habt mit vielen, vielen Sachen, macht einfach den, dann seht ihr quasi auf diesem Button kombiniert mit Hide Complete Experiments, was noch offen ist und euch Science bringen kann. Und wenn ihr irgendwo unterwegs seid, dann könnt ihr hier mal gucken, was wäre denn noch möglich, wenn ich mich dahin bewege. Das sagt euch natürlich nicht, wo das ist, aber es sagt euch, dass es noch offen ist. Und das hier ist ein bisschen so wie die Übersicht von Science Alert, die ihr vielleicht kennt, mit der Klingel dann, wo ihr euch darauf hinweist, was ihr machen könnt. Hier könnt ihr euch immer angucken, was ihr jetzt gerade auf eurer Vessel machen könnt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren von X-Science. Ich finde es ganz praktisch und ich hoffe mal, dass uns das jetzt eine Weile begleitet und ein bisschen länger up to date bleibt als Science Alert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.